Die Allianz Kundler German Juniors, ein echter Tenniskracher im Jugendsport mit über 180 Teilnehmern aus über 40 Nationen. Gleichzeitig die 40. internationalen deutschen Jugendmeisterschaften, mittlerweile zum 10. Mal vom LTTC Rot-Weiß Berlin ausgetragen, haben für den Verein, aber auch für die Spieler eine große Bedeutung. Für die Teilnehmer hat es eine große Bedeutung, weil dieses Jugendturnier zu der Serie der größten Jugendturniere in der Welt gehört. Das heißt, dass es da sehr viele Punkte für die Weltrangliste zu gewinnen gibt. Und das ist für die Spieler natürlich wichtig, weil mit vielen Punkten kommen sie dann auch bei den Grand Slam Jugendturnieren ins Feld. Und das ist das große Ziel aller Jugendlichen, dort einmal mitzuspielen. Das bedeutet für die Teilnehmer eine starke Konkurrenz und für die Zuschauer packende Ballwechsel. Schon in den vergangenen Jahren haben sich viele bekannte Spielerinnen und Spieler wie Steffi Graf oder Boris Becker den heiß begehrten Juniorentitel gesichert, bevor sie letztendlich zu Weltstars wurden. Und auch in diesem Jahr stehen einige Namen auf der Teilnehmerliste, die heiße Anwärter auf den Titel sind. An erster Stelle Rebecca Masarova, eine Schweizerin, die vor 10 Tagen das Grand Slam Jugendturnier in Paris gewonnen hat, die vor 2 Tagen das große Jugendturnier in Offenbach gewonnen hat und die hier an 1 gesetzt ist und mittlerweile Nummer 2 der Weltrangliste ist. Schon heute spielte die Schweizerin sehr stark. Bei sehr umkämpften Ballwechseln hatte sie auf jegliche Versuche ihrer Gegnerin ins Spiel zu kommen die passende Antwort. Man merkte ihr die Strapazen der letzten Tage zu keiner Zeit an. Nicht selten brachte sie ihre Gegnerin Marta Kostyuk zur Verzweiflung und ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrem Favoritenstatus aufkommen. Ein weiterer Kandidat für den Titel ist neben Luis Wessels und Daniel Altmaier der Berliner Rudi Mollecker. Überraschend gewann der 15-Jährige vor 2 Tagen in Offenbach das ITF-Jugendturnier und will in Berlin nun weiter Punkte sammeln, um sich damit für die heiß begehrten Grand-Slam-Turniere zu qualifizieren. Ja, also es ist auf jeden Fall schwer, nach einem gewonnenen Turnier hier nochmal so gut abzuschneiden. Aber auf jeden Fall ist mein Ziel zu gewinnen und ja, hier gibt es viele gute Spieler und das Turnier beginnt wieder von vorne und ja, mein Ziel ist auf jeden Fall zu gewinnen. Ne? Der Berliner, der zurzeit beim Davis Cup Kapitän und Bundestrainer Michael Kuhlmann in Unterhaching trainiert, hinterließ einen starken Eindruck und ließ seinem Gegner Mohamed Abdelaziz zu keinem Zeitpunkt die Chance auf den Sieg. Er gewann das Spiel überlegen in 2 Sätzen mit 6:1 und 6:3 und machte einen wichtigen Schritt in Richtung Titelgewinn in der Heimat. Ich bin hier zu Hause und ich fühle mich hier wohl und für mich wäre es einfach eine Ehre, hier zu gewinnen und ich werde hier alles versuchen, nochmal alles rausholen. Für die kommenden Tage erwarten uns also spannende Spiele der besten Jugendspielerinnen und Spieler der Welt, die bis Sonntag um den Einzug in die begehrten Finals der Allianz Kundler German Juniors kämpfen.